Und damit willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, wir hatten gerade noch einen richtig krassen Kampf am Ende mit dem Roboter, mit dem Wachbot. Und ich bin echt froh, dass wir diese Power-Ausrüstung doch hatten, weil Munition ist natürlich wie immer draufgegangen, ein paar Granaten. Aber wir haben das schöne Ding hier gekriegt. Und ich muss sagen, echt nice. Wie man sieht hier das Skelett, wo man halt die Rüstung draufpackt. Wir haben den Torso und das rechte Bein und besser als nichts. Wie gesagt, dein zweites Gerüst zum Aufstellen ist echt eine nice Sache. Insbesondere können wir auch super gut gebrauchen, wenn wir ein Strahlenset haben, eins für Schaden noch. Und ich habe echt Gefallen gefunden an dem Sturmgewehr. Was nimmt das denn für Munition ein? Die 100, die 5, 6, 5, wer nimmt denn noch 5, 5, 5, 6er? Ist das andere Sturmgewehr? Keiner nimmt 5, 5, 6er? Das heißt, ich könnte eigentlich die nehmen, oder nicht? Ja, übertreibt mit Ziel, alles klar. Ich würde jetzt auch gerne hier drauf kommen. Schade. Aber aufs Dach kommen wir da unten. Und da ist der alte Elektroschrott. Haha, alter Wachbot. Ich glaube, der hat sie aktiviert, als wir die Rüstung genommen haben. Vermute ich mal ganz stark. Aber das konnte uns natürlich auch nicht aufhalten, das Ganze hier. Splittergranaten. Das heißt, unser Missionsziel ist eigentlich dadurch beendet worden. Und der Effekt ist immer noch geil. Bam, so auf einen so drauf springen. Ich finde es einfach nur geil. Okay, ja. Militärgelände erkundet. Power-Ausrüstung gewonnen. Besser kann es nicht laufen eigentlich erstmal. Da haben wir auf jeden Fall zwei Rüstungen, die wir parallel irgendwo hinstellen können, die wir gerade zu so brauchen. Mein Freund, ich habe was hab für diese dich. lästigen Ghule erledigt. Und auch den Superghoul, der dich genervt hat, der geleuchtet hat, der Leuchtemännchen. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Kumpel, wir sind dir und den Minutemen echt dankbar. Und wer ist ihr wir? Habt unsere Unterstützung. Du bist alleine hier, mein Freund. Oder laut Karte? Zwei? Was sind die zweite Person von denen? Können wir es mal verraten? Wo ist die zweite Person? Eins? Ach, hier. Sind Brüder oder so? Möglicherweise. Scheint wirklich was zu werden. Ich Mutterbeeren. muss jemanden darauf ansetzen. Nee, musst du nicht. Wir Ich klauen jetzt muss erstmal. jemanden darauf ansetzen. Quatsch. Nicht so rum. Du musst gar nichts. Das passt schon so. So, was haben wir hier noch für ein reizendes Gebiet da vorne? Können wir eigentlich mal durchjagen. So eine angenehme Rüstung mit. Warum steigert das sich hier? Gar nicht gut, ich will raus hier. Bin ich schon ziemlich hoch. Gut, da würde ich sagen, das ist die Galerie Pigman. Da ist das. Regionalbüro, okay. Gut, Neighbor ist da, aber ich würde nochmal nach Sentry reisen. Können wir mit Preston noch quatschen? Öffentlichen Dienst entwickelt von Sicherheit bis Brandkämpfen. Ich glaube, die sind auch teilweise beschriftet, ne? Grün jetzt zum Beispiel nicht, aber ich glaube, ne? Protektoren. Aber ich glaube, paar sind, glaube ich, auch. Von der Aufmache her immer signalisiert. Rot ist, glaube ich, Feuerwehr.
Oder auf jeden Fall gekennzeichnet dafür. Das ist auf jeden Unser Sanctuary-Projekt hat geholfen. Da komme ich mal auf andere Gedanken. Können wir ein paar Sachen tauschen? Was haben wir... Ah, komm, mein Freund. Du findest deinen Sohn. So, zweite Powersrüstung. Ich würde sagen, wir nehmen hier raus die Raider-Klamotten. Ja. Nehmen den Torso raus. Und packen da das Re... Wir haben jetzt zwei Full-Sets an den Dingern. Ich glaube, man könnte hier vorne was hinbauen. Hey! Ich will nur ein bisschen handeln. Hast du noch irgendwas? Nee, aber ich kann dir vielleicht ein bisschen Rüstung geben, oder? Hey. Nee, ich wollte... Ach ja, stimmt, Rüstung wollte ich mich drum kümmern. Ich nehme jetzt erstmal alles raus. Und dann gucke ich jetzt mal. Aufgaben, nee, Inventarkleidung. Okay, Torsobein ist klar. Ich habe rechten Bein, rechtes Bein, linkes Bein. Das hätte ich. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch beide Oberarme. Vielleicht hat noch... Aufgepasst. Kann ich was für dich tun? Ja, du kannst mir eigentlich mal das ganze Material... Aufgepasst. Handelst du was? Du kannst eigentlich mal erstmal den ganzen Schrott nehmen. So. Ja, genau, Klamotten. Du hast keine Waffe wieder, ne? Meine Waffen. Laserpistole. Kannst du mit Laser... Ne, du bräuchtest eigentlich wieder deine Waffe, ne? Gehstock. Lasergewehrinstitut da. Oder das? Die Schmecker sind wohl wirklich verschieden. Ich weiß jetzt nicht, mit was er da rumspielt. Nein. Ich muss jetzt mal wieder Müll transferieren. Müll, 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 Müll. Das ganze Müll lagern, okay, so mit der Taste geht's. So, jetzt schauen wir mal Rüstung. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Wir hätten die hätten wir. Wir hätten Harnisch. Wir fehlen jetzt eigentlich nur noch Arme, ne? Supermutantenteile, die können aus mir rein. Meine Kleidung, ja, das kann weg. Brauche ich auch nicht. Supermutanten. Harnisch lasse ich vielleicht hier. Achso, das gehört jetzt zur Werkstatt dann, ne? Alltech. Ich glaube, ich gehe bei dem Ding auf Militär. Das habe ich noch nicht dafür. Aber unbehandelt, ich gehe auf Militär. Modell B. Jetzt ziehen wir 5 Gems. Können wir eigentlich... Kostet das viel? Weil ich würde erstmal gucken. Das ist der Torso, ne? Blutreiniger. Ich glaube, wir machen den erstmal da drauf. Hier haben wir noch nichts. Leider noch keine Extras hierfür. Extra hierfür. Nee. Ich will einmal die Extras durchgucken. Leider noch nichts. Okay. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ach, ich bin... Ich bin happy, ey, über das Ganze, was wir jetzt gefunden haben an Materialien. Labor. Molotow. Stimpaks. Weatherway brauche ich das nicht, aber ich kann das bauen. Weatherways. Nadeln. Kühlflüssigkeit. Ich weiß gar nicht, was man das kühlflüssigkeitmäßig braucht. Minen habe ich noch nicht, kann ich auch noch nicht herstellen, hätte aber Material dafür. Okay. Essen einmal durchchecken hier wieder.
Nee, Getränke. Suppen. Okay, Mais habe ich auf jeden Fall nicht. Das kann eigentlich, was so an Futter ist, erstmal wegtun. Vielleicht. Wir tun mal ein bisschen bauen. Wir haben ja da vorne die Küche. Wir machen heute so eine kleine Baufolge nochmal. Wie beim letzten Mal. Das würde ich nämlich gerne da hinten machen, auf jeden Fall. Aber Murphy möchte nicht raus. Oder gehen wir mit dem ganzen Zeug da hinten hin? Wie habe ich denn die Hütte eingerichtet? Hier ist eigentlich so mein persönliches, ne? Hier haben wir den kleinen Generator. Dann kann ich den einlagern. Nee. Ja. So. Dann würde ich mir nämlich den da vorne schnappen. Mal kann ich noch. Oder kann ich noch einen dicken Generator bauen? Ich könnte noch einen dicken Generator bauen. Aber ich habe hier nur 1, 2, 3. Das Terminal. Will ich denn da hinten bauen? Ah ja, ich muss das erst wieder vom Kabel trennen. Ach, heul nicht rum. Ich würde ja einen kleinen reichen. So einer. So. Einlagern. So, hier habe ich jetzt noch einen Kühler. Das kann eigentlich so bleiben erstmal. Charisma. Charisma ist immer gut. Kann man immer gebrauchen. So, jetzt gehen wir bei uns in der Hütte bauen. Das, ich glaube, das ist ein bisschen spannender. Möbel, Behälter. Hier haben wir ein paar Behälter, die wir ausstellen können. Zwei da, zwei da. Ich glaube, das ist ganz gut. Ah, noch ein. Ein Bodensafe eventuell hier vorne. Ja. Unnötige Hunde, Schale ist alles vorhanden. Achso, das. Wo habe ich denn das Terminal? Ich habe da jetzt erstmal den dicken Generator. Jetzt mit dem Ding, das noch verbunden werden soll. Von da nach da. Dann können wir uns das hier nämlich sparen. Soll ja ein bisschen schicker werden. Läuft in der Fernseher? Ich glaube schon. So, einen kleinen Generator da. Boah, der macht 10. Oder die Winddinger. Aber das ist jetzt nicht so wild. Würde vielleicht noch. Ah, hier habe ich auch noch eine Werkzeugkiste stehen. Die könnten wir eigentlich hier hinstellen. Weil mir würde gern die Herstellung eher ein bisschen zusagen. Ah, da fehlen mir Glasfaser in den Anführer. Ich muss das noch freischalten, okay. Läden, Rüstung kann ich leider noch nicht bauen. Da fehlt mir der Anführer 2. Schade, hätte ich schon gerne was gebaut. Ressourcen. Behälter haben wir eigentlich ganz genug, ne? Da haben wir genug Behälter. Hier haben wir noch ein Bett, aber wir können noch ein paar von diesen Überseekisten bauen. Das wird da was. Ich würde die. Dann bauen wir die
so auf. So, ich glaube, das reicht am Material sicher. So. Okay, wir packen jetzt erstmal alles raus. Da haben wir nichts drin. Alles klar, fangen wir hier mal vorne an. Mit Material. Aufbereitetes Wasser. Hier kommen so Sachen rein, was ich nicht verkochen und was wet hat. Wet. Ja, das ist ja wieder Blähfliegenfleisch. Das Fleisch kann ich vielleicht noch verbraten. Alkoholische Getränke. Quems, eigentlich das Fleisch. Ja, Kuchen, Fleisch, Bohnen. Hundefutter. Kartoffelchips. Ich kann auch nicht weiterarbeiten. Köderkeule. Happen, Medix, Melonen. Können wir noch verbraten. Mutanten, Hundekeule. Farnblumen, Getränke. Kuchen. Zuckerbomben. So, hier packen wir jetzt die ganzen Schnapssorten ein. Bourbon. Guck mal ganz unten, glaube ich, da unten. Wodka, Whisky, Rum. Ja, komm, hier die Klamotten auch. Die Newton-Cola behalte ich mal Sicherheit. Kann ja nie wissen. So, hier können wir eigentlich die Drogen reinpacken. Jo, jo, jo. Chem, Jets. Ne, die Melone nicht. Das ist alles andere. Psycho. Wet X nehmen wir mal mit. Kann man immer gebrauchen. Tattoo kommt auch noch weg. Ja, das verstrahlte Blut. So. Und hier packen wir alle pflanzlichen Sachen rein. Mais, ich weiß gar nicht, ob ich da. Oh. Das ist auch noch Drogenkiste. Farnblumen. Tattoo. Ne, den Rest können wir mitnehmen. Ich hoffe, es hört bald auf zu regnen. Ach, das regnet noch weiter, mein Freund. Da haben wir sie. So, den Rest kann eigentlich hier drin bleiben. Kommen wir denn? Ich weiß gar nicht, ob wir von da aus zugreifen können. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Hilfsmittel, Schrott. Ja, hier ist, glaube ich, weiß gar nicht, ob das jetzt auch alles zählt. 10x Jet, Stealth Boy, Stinpack. Ich glaube, das ist alles hier. Siehst du ganz drin, Zuckerbomben. Ich nehme erstmal wieder einen Teil mit raus. Aufbereitetes Wasser. Nee, nee, ich muss einfach noch das Zeug mitnehmen. Ich muss nur langsam an mein Ziel rankommen. Hier liegt schon wieder Holz im Weg. Ist leise. So. Gemüsestärke. Blatt, Blutblatt, Steak, Hirnpilze. Jo, Instabrühe nicht. Karottenblume. Melonen. Tattoo, Teerbeere. Was für ein Zeug wir alles finden hier, ne? Putschmittel. Buff out. Chats, 10 Stück MacX. Bau
auch nicht. Psycho. Stealth Boys können wir auch noch lassen. Whisky, verstrahltes Blut. X-Cell. Juten Wodka. Bier. Whisky. So, noch die Abteilung. Ich muss immer gucken, wo ich das, was mit dem verstrahlten Blut mache. Ich muss ja um meine Kiste mal gucken. Zeppelin. So Zeug kann man eigentlich verkaufen oder nicht? In Zeppelin und den ganzen Quatsch. Komm, ich mal rübergehe. 11 Gold jeweils. Es gibt schon Gold. Wenn man das verkauft. Ich hab das verstrahlte Blut, ja. Ohne Hilfsmittel. Verstrahltes Blut. Ich hab immer noch viel mit. Weil ich denke, noch so eine Kiste. Ich kann mal gucken, was ich noch mit dem verstrahlten Blut machen kann. Erstmal. Lutherbeere, Nutterkohle. Das Leben meines Detektivs ist nicht leicht. Dreckiger Ödländer. Langweilig. Nee. Möglicherweise was beim Labor. Chat-Dünger, ja. Overdrive. Bräuchte die Chat und Nutterkohle. Okay. Bist sogar einiges von, ne? Das Öl geht mir recht schnell aus. Blutpack. Blutblatt, okay. Da, leuchtendes Blutpack. Blutpack, okay, das brauchen wir dafür. Vielleicht tue ich auch das ganze Zeug mal, das sortiere ich mal irgendwann mal, dass ich das so an die Position hinbringe. Essen, Klamotten, jetzt was zu trinken ist, und das kann man ja eh weniger verarbeiten, weil das. Hier brauchen wir Holz noch immer, also. Das meiste ist dann Essen plus, ja, schmutziges Wasser, dann Ei, Klinkhorn, das haben wir alles da. Blutpaket. Das meiste ist ja hier Getränke. Mutterbeere, Nuka-Cola, Whisky. Ja, das muss ich mal ein bisschen sortieren, dass wir es ein bisschen hier hinholen. Das Wasser meist. Ja, das ist ganz gut, wenn das alles mal irgendwo wirklich an Position und Ort ist. So, was ist jetzt noch so schwer bei mir? Ach, die ganzen Klamotten. So, ich hätte Schulterplatten. Ja, das Zeug habe ich auf jeden Fall da. Den. So. Das ist auch schon mal weg. Und jetzt dann? Okay, die kann ich gar nicht benutzen. Ich kann das Zeug gar nicht wegschmeißen. Ah. Mache ich damit verkaufen? Ah, Carla ist doch noch da. Das heißt, ja, wir können das ganze Instapüri auch noch verkaufen. Carla, warte, ich habe noch genug für dich zum Verkaufen kaufen. Ja. Brauche ich alles nicht. Das ist alles nur, was Material frisst. Carla, oh Carla. Vater Morgana. Carla. Hallo, willst du handeln? Handeln mit mir. Ich schau mal, was du hast. Wenn du was. Zählt nicht mehr allzu viel, aber wir kriegen es mal verkauft. So, eigentlich das Fleisch, Kuchen, Kuchen, Kuchen. Besser als nichts. Oder weil es wird. Noch was? Nee. Dafür kann ich bei dir, Carla, Munition kaufen, wenn du was hast. Oder Rüstung.
Sortieren, kaufen. Ich hab mir scannen. Ah, ich hätte es anders gesehen. Linker Arm. Das ist linkes Bein, das habe ich schon. Rechtes Bein. Harnisch. Linker Arm hätte ich nur. Nicht ziemlich, Karla. Tut mir leider leid. Schrott, Munition, 99 Patronen. Das ist natürlich viel. Aber ich kaufe mal 60 Stück ein. Und die 77 nehme ich auch mit. Jo. Ja, das ist ein bisschen viel. Schrupperton. Habe ich noch 14 Stück mit Kaliber 50. Brauche ich nicht. Jo. Machen wir das mal so, Carla. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Hey. Hi. So, Preston, jetzt muss ich mit dir reden. Vorher hau ich mir aber noch ein Steak rein. Und dann fange ich beim nächsten Mal an, so zu sortieren, was klamottenmäßig ist. Ah. Hey, aber Carla. Wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch ich Sachen hab ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Wenn du was kannst. Klamotten. Geflickter Anzug, Brille. Küstenwache, den ganzen Quatsch, den brauche ich nicht. Den Rest zerstöre ich jetzt an der Werkbank. Mein Vater hat mir beigebracht, dass man mit Klebeband alles reparieren kann. Ein Schusslöcher aber wohl eher nicht. Chance zu zerkippisch. Ja, das kann weg. Brauche ich nicht. Da, Sturmgewehr. Trommelmagazin. Langer Lauf. Erhöhtes Gewicht, verbesserter Schaden. Erhöhter Schaden durch kritische Treffer. Nee, ich hab das. Mächtiger Feld. Wenn ich das mal kriegen würde. Feuerrate ist natürlich plus in die Höhe. Das ist natürlich auch nett. Der Wert. Nee. Da. Verbesserter Verschluss. Das ist auch gar nicht schlecht. Ein außergewöhnlicher Schaden. Dafür brauche ich aber Stufe 4. So. Ja, wie machen wir das dann? Erinnere mich daran, immer nett zu dir zu sein. Bist du doch, Nick. So. Ja, das ist ein bisschen besser. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Manche Tage sind hart. Aber selbst die sind aufgepasst. Halt immer einfacher zu ertragen. Gut. Dann ab zu Preston. Der erwartet uns bestimmt schon die ganze Zeit. Den Bericht erstatten. Na? Senpai, läuft leider nichts. Kümmere dich gut um deine Waffe und sie wird dich nie im Stich lassen. Lässt sie mich auch nicht. Hallo. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Nein. Ich habe die Gude erledigt, die der Siedlung so viele Probleme gemacht haben. Das freut mich zu hören, General. Ist schwer genug hier. Da sollten sich die Leute nicht auch noch um Gule Sorgen machen müssen. Ich habe da noch was, das ich mit dir bereden muss. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Oh. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Das klingt gut. Das klingt auf jeden Fall gut. Karte, Daten. Räuber Sunshine Tickers. Oh, die können wir nehmen. Speeren, Münden, papa. Suche nach einem neuen Zuhause. Die nehmen wir auf jeden Fall an. Was sagt denn mein Inventar? Ist so gut wie leer, aber Müll habe ich noch. Das würde ich gerne ablegen.
So, der Ast ist wieder umgefallen hier. Brauchen wir nicht. Naja, das Zeug muss ich auch noch ein bisschen hier verbessern. Stimmt. So, Schrott. Ja. Und die Visier bzw. die ganzen Kombinationsdinger hierfür können natürlich auch weg. So, mein Inventar. Schrott diverses ist natürlich klar. Gewichts. Jetzt sind die Gewichtsmaschinen. Hier haben wir noch Gewichtszeug. Ja, die Beine, die wollte ich noch behalten. Mit Fleisch. 0,5 ist alles so ein bisschen. Gewicht, Gewicht, Gewicht. Aber Waffen, Waffen, Waffen. Alles will ich ja nicht mitnehmen. Ich will auf jeden Fall die Maschinenpistole, ja, das Ding, ja, aber den Laser, den will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Die Splitterminen bleiben hier. Die Leuchtpistole, Impuls bleibt hier. Nehme ich mit. Ne, das lasse ich hier, lasse ich hier und lasse ich auch hier. Den kann ich auch hier lassen. Es sind auch noch mal Raider-Klamotten. Warte mal, ich habe den Kopf kann ich abnehmen, den rechten Arm. Moment. Ja, genau. Kann ich das Ding hier reinpacken? So. Der hat jetzt die Raider-Klamotten an, ne? Helm, Torso, ja. Gut, wo ist die Siedlung, die wir befreien müssten? Wie weit? Ah, da. Könnten wir von Groskis Hütte, könnten wir da auch starten. Die habe ich nämlich auch gefunden. Ich habe ein bisschen das Ödland ein bisschen erkundet. Du kannst verschiedene Arten von Power-Rüstung auf einen einzigen Rahmen miteinander kombinieren und Einzelteile modifizieren, um sie effizienter zu machen. Ja. Irgendwann mal. Hier werde ich, glaube ich, auch die meisten Power-Ausrüstung-Stationen hinstellen. Ich werde, glaube ich, eine hinstellen, damit ich zwei Skelette habe. Und die dritte wird dann nach und nach hier aufgebaut. Davon habe ich auch nicht mehr so viel Munition. Kampfschrotflinte. Leuchtpistole. Ich glaube, da sind wieder nur die bekloppten Gunner. Weil die kontrollieren ja die Autobahnansicht. Alles, was auf die Autobahn entlang geht, sind meist die Gunner anzutreffen. Wo ich da keine Lust drauf habe. Oder nicht den größten Ansporn dafür. Ja, ich nehme erstmal das Gewehr. Hat genug Munition dafür. Wir können uns hier super aufbauen. Let's go, Kamerad, let's go. Sieht groß aus, ne? Und jetzt noch weiter da oben. Ah, komm, wir machen einen kleinen Abstecher nach links rüber. Guten Tag. Jemand zu Hause? Ich bin von der GEZ.
Na, GZ, Mann. Der Ort hier ist echt vor die Hunde gegangen, nicht wahr? Kleiner stinkiger Affe. Halt's Maul. Der Ort ist nicht vor die Hunde gegangen, er ist noch nicht belebt. Das Schloss sieht stabil aus. Darum musst du denken, er ist nicht belebt. Gelbe Farbe. Jetzt habe ich die eine davor entfernt, die Bombe. Oh, das könnte easy sein. Darüber oder mittig? Nee. Dann auf dem fast gleichen Stand. Cool. Gereinigter streifiger Anzug. Ja, mein Gott, nehmen wir den halt auch noch mit. Ventilatormäßig. Angel. Zur Not kann man alles mitnehmen. So, ich will wissen, was das für eine Siedlung da oben ist. Was ist auf Downs? Da oben rechts war doch gerade was, oder? Irgendwas war rechts gerade da. Eine Blähfliege oder so? Oder ein Hund? Könnte möglich sein. Wow, sowas Großes. Bisher sehe ich noch nichts. Professor. Okay. Hallo. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Abgefahren. Welchen Gegner? Hier sind keine Gegner. Oder darf ich erstmal alles? Ich erschieß doch den Professor doch nicht. Der ist echt gut, der Junge. Ich komme mir hier draußen vor wie eine wandelnde Zielscheibe. Komme ich mir jeden Tag vor. Moment. Okay, ich weiß nicht, was der für ein Problem hat. Nee, da glaube ich ungefähr. Nee, weiter oben. Ja, voll. Ja. Na. Ja, so ein bisschen... Unsinniges Sinpacks, Blue Pack. Kaputte Lampe. Der war, glaube ich, der Doc zu Hause, der sich auch mal gerne einen genippt hat. Ist da unten drunter was? Ist das hier eine Bücherei? Warum ist es denn plötzlich so still? Das weiß ich auch nicht, mein Freund. Bis dann, Kumpel. Ja. Yes, sir. Bam. Das waren die einzigen Jungs hier. Das kann ja nicht sein. Ofenschieben hier. Ofenschuhe. Ja, ich wollte eh jede Hütte durchgehen. Da liegen auch noch zwei. Keine Mine mit. Ich höre keinen Mucks. Tut mir leid, Leute. Auf uns kaut niemand rum. Alles in Ordnung. Sollte nicht lang dauern. Danke, Nick. Okay, bin begeistert. Hirnpilze. Noch mehr Hirnpilze. Matschpilze.
Oh, Kronkorkenfahrrad. Das Schnur kann man immer gebrauchen. Ne, ich will erst alle Häuser checken, dass man da noch so looten kann. Wie könnte man viel rausmachen, wenn man mal dürfte, alles wegzubauen? Gubi! Aber hier kann man schon einiges rausmachen. Blöde kleine stinkige Kakerlake. Sollte auch nebenbei was trinken mittlerweile. Und nicht nur quasseln. Oh, letzte Hütte. Eine kleine stinkige Kakerlake nur noch. Aber dennoch Kakerlakenfleisch braten und futtern. So, hier haben wir eine kleine Hütte mit Bad und so was, aber auch nichts Besonderes. Aber hier haben wir sämtliche Stationen. Hier könnte eigentlich auch die nächste Powers-Rüstung hin. Nose. Hat einen Treffer. Irgendwas mit irgendeinem Buchstaben. Es würde mir. Passt auf nichts. KN-Sneak. Ja. Ist der Handy-Steuerung. Protokoll wählen. Einfach sein Protokoll, Wachprotokoll für Wartungsprotokolle zurück. Auslöschen. Wenn du auf den Geist gehst, zerstöre ich dich einfach. Genau, sitzt du immer dahin. Auslöschen. So, was sollen wir jetzt bauen? 7 Betten, Leute 0. Auslöschen. Ich hau die eine. Energie. Rekrutierungsstrahl. Rekrutierungsstahl. Du bist Witzbold. Okay. Wir packen mal den mal hin. Halte Maul. Ich hau dir gleich einmal auslöschen. Bauen wir den in die Hütte rein? Geht. Das geht sogar. Benötigt Energie. Ich hätte einen 5er-Generator hier drin. 3er würde reichen. Auslöschen. Fumm. Vielleicht. Auslöschen. Junge, halte Maul. Geschütztürme. Lösch dich gleich mal aus. Du Pfeife. Okay, da kommen wir später zu. Okay, das haben wir erledigt. Ab zu Nick zurück, würde ich sagen. Ich glaube, wir kommen jetzt in das hinein, mit den beiden Dingern Handelsposition einzurichten. Das wäre natürlich echt neues. Raider sind die Geister des Ödlands im Commonwealth, wie auch überall sonst. Sie sind locker organisiert in einer Machtstruktur, die auf Schreier Ruchlosigkeit basiert und greifen jederzeit jeden an. Oder jeden jederzeit an. Oh, Preston, oh, Preston. Also können wir nämlich auf beide Dinge zugreifen, was extrem gut wäre, weil wir die dann ausbauen werden. Hallo, Sir. Hallo. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuholen? Nein, die Burg nicht. Nein, aber... Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und genau, ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Ja. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. Ich markiere es dir auf deiner Karte.
Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Auf jeden Fall. Entschuldigung? Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Nein, sie finden nicht. Was ist denn mit dieser Burg passiert, wenn sie doch so gut befestigt war? Das war lange vor meiner Zeit. Aber ich habe gehört, dass irgendeine Art Monster aus dem Meer gekommen und das Fort zerstört haben soll. Soll ich einen Stoßtrupp in die Nähe der Burg beordern? Bitte. Ich denke darüber nach. Wie du meinst. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf... Okay, wir haben zwei neue Positionen. Was könnte eigentlich machen? Gehen wir einmal das Raider-Problem und das Problem. Welches ist denn näher? Das ist ziemlich weit unten. Und hier hätten wir das Problem. Da können wir hin. Okay, wenn die ein Raider-Problem haben, da waren wir ja schon mal. Das ist ja auch ein Dorf von uns. Dann ist es auf jeden Fall ganz gut. Und dann würde ich in die zweite Hauptstadt da jetzt, oder beziehungsweise wo die zweite Basis jetzt angelegt ist, auch die andere Power-Ausrüstung hinpacken. Beziehungsweise vielleicht finde ich auch noch ein drittes Skelett, zwei in die Sentry reinzupacken. Um mal auch überall ranzukommen. Wo sind sie denn? 16 Meter. Haben die Minutemen dich geschickt? Jo, bin schon wieder hier. Was ja. Ich bin hier, um zu helfen. Was ist los? Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben. Gut. Noch mehr Raider. Auch gut. Wir sind für die Hilfe wirklich dankbar. So, okay, dann kümmern wir uns erstmal um das Ding. Hey, darf ich dich mal was fragen? Schon fast nicht? Naja, ich wollte so ziemlich dasselbe fragen. Es ist nur, all das, was dir und deiner Familie zugestoßen ist, du machst da einiges durch. Ich wollte nur sicher gehen, dass du es packst. Warum fragst du? Ich hatte gerade erst selbst mit dem Übergang zu kämpfen. Hat verdammt lange gedauert, bis ich ein Gespür für den Ort hier hatte. Gott sei Dank fand ich Diamond City. Die Stadt ist nicht perfekt, klar, aber sie ist deutlich besser als der Rest des Commonwealth. Als ich da oben angefangen habe, hatten die Leute natürlich schon genauso viel Angst vor dem Institut wie heute. Vielleicht sogar mehr. Das CPR-Massaker belastete damals alle sehr. Und die Leute haben noch immer schlaflose Nächte wegen. Ich hab das schon mal von gehört, glaube ich, bei Diamond City. Eine Menge Leute hielten mich für einen Saboteur, der den Reaktor zerstören oder das Trinkwasser vergiften will. Aber sie konnten mich natürlich nicht einfach so wegschicken. Das CPR-Massaker? Nie von gehört. Die Commonwealth-Übergangsregierung. Vor vielen Jahren versuchte eine Reihe von Siedlungen, einen Bund zu gründen. Jede Siedlung mit auch nur einem Hauch Einfluss schickte Vertreter, die Verträge aushandeln sollten. Aber das Institut schickte einen eigenen Vertreter. Einen Synth, der sämtliche anderen Vertreter bei den Gesprächen umlegte. Die Commonwealth-Übergangsregierung war Geschichte, bevor sie überhaupt gegründet wurde. Kurz darauf bin ich in die Stadt gezogen. Ich hatte echt Glück, dass die mich nicht direkt wieder weggejagt haben. Zerbrochene Maske? Das war lange, bevor ich in die Stadt zog. Aber offenbar kam eines Tages ein Herr nach Diamond City, um bei Power Noodles zu essen. Offenbar hat ihm das Essen nicht gemundet. Er zog seine Pistole und schoss auf die anderen Gäste. Als die Sicherheitskräfte ihn dann ausreichend durchlöchert hatten, stellten sie fest, dass er voller Servos und Schrauben war. Genau wie meine Wenigkeit. Hatte wohl eine Fehlfunktion. Ist durchgedreht. Damals wurde den Leuten klar, dass Synths langsam nicht mehr aussahen wie ich, sondern mehr wie sie selbst. Wenn man bedenkt, was sie durchgemacht hatten, hatte ich echt Glück, dass die Leute mich überhaupt in die Stadt gelassen haben. Warum haben sie dich reingelassen? Weil ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Ein Mädel ungefähr 15. Der Augapfel des damaligen Bürgermeisters, Henry Roberts. Die junge Miss Roberts entschied sich, mit einem Karawanengehilfen durchzubrennen, den sie gerade einmal einen Abend lang kannte. Wie sich herausstellte, gehörte der Kerl zu einer Entführerbande. Ich hatte keine Ahnung, wen ich da gerettet habe. Bin einfach auf ein weinendes Mädchen und vier Schläger gestoßen. Ich brachte sie nach Hause und der Bürgermeister bot mir Unterkunft in der Stadt an.
Eine Menge Leute protestierten, nannten mich einen Spion. Aber ihm war das egal. Das Leben in der Stadt war anfangs hart. Aber ich zeige immer offen, was ich bin. Und den Leuten schien das zu imponieren. War es schwer, sich einzuleben? Sie haben es mir definitiv nicht einfach gemacht. Ich erledigte die Jobs, die sonst keiner wollte. Als Mädchen für alles in Diamond City holte ich mir mehr Schrammen als je zuvor da draußen in den Ruinen. Aber die Leute vergaßen wohl nie, dass ich die Tochter des Bürgermeisters gerettet hatte. Also kamen sie zu mir, wenn jemand vermisst wurde. Die Frau läuft mit einem Liebhaber davon und nimmt das Mietgeld mit. Geht zum Sünd. Ein aufgebrachter Vater entscheidet, dass er mitten in der Nacht unbedingt mit den Kindern nach Good Neighbor ziehen muss. Hol Nick. Nach einer Weile hatte ich damit so viel zu tun, dass sie mich nicht mehr als Mädchen für alles missbrauchten. Verdammt, mir machte das sogar so viel Spaß, dass ich die ersten Monate kostenlos arbeitete. Ich war zwar noch immer Nick der Sünd, aber die Leute kamen, weil sie Nick den Detektiv brauchten. Und zu diesem Zeitpunkt fing alles wieder an, sich normal anzufühlen. Irgendwann begriff ich, dass das Zuhause dort ist, wo man es sich macht. Mit ein wenig Zeit und Arbeit kann dieser Ort hier auch dein Zuhause werden. Lange Geschichte. Aber ich hoffe, sie hilft. Sollen wir dann los? Nick, du hast auch so fast eine ähnliche Geschichte hinter uns, aber die Raiders rufen. Und zwar, wo rufen sie denn? Da rufen. Töte die Raiders, okay. Das könnte... Nee, das ist ja weiter oben gewesen. Ich wollte sagen, das Mutantenlager, aber das ist ja nicht da. Echt gut. Ist das Holz? Ja. Als Stabilisierung. Tippe ich mal so. Ah, hier. Guten Tag. Sind noch auf Durchreise. Müssen wir mal gucken, wie wir Handelsposten bauen, nur so. Oder sind die schon verbunden? Level up! Ich kann ein Level up machen. Kann ich jetzt... lokale Anführer. So. Was darunter? Ich werde nie alkoholabhängig? Geil! Dauervoll! Oh, mal schauen. Blümchen. Nehmen wir gerne mit. Ja, schon wieder so eine alte Flussplörre hier durchqueren oder was. Hallo, habt ihr ein Schiff? Ja, du nicht mehr. Wirf alles, was du nicht. Ich weiß, in deine Richtung. Wir tragen Geschafft. In meine Richtung. Uiuiui. Oh, ab mit, weg damit. Eine mit... Ich weiß nicht. Könnte eigentlich noch nützlich sein. So, Nick, sag mal, wie wollen wir jetzt am schnellsten rüber? Sollen wir uns außen rumlaufen, oder? Wir müssten da hin. Hab ich noch... Inventarhilfsmittel. Mit X. Die einfachste Möglichkeit, wie gesagt, um so einen ollen Fluss zu überqueren und danach haut man sich meist in Weatherway rein. Da kommt man eigentlich ganz schön mit gut aus. So, ich will hoffen, dass keine Raiders hier draußen sind. Weil, ich würde jetzt sagen, ich beende hier die Aufnahme fürs erste Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Flash-LP und bis dahin. Tschüss.